Du leidest unter Schmerzen in der Kniekehle, unter Belastung oder sogar beim einfach nur Dasitzen, dann bist du hier genau richtig. Wenn du an Schmerzen in der Kniekehle leidest, macht dir wahrscheinlich deine Bakerzyste zu schaffen. Ob das gefährlich ist und was du gegen den Schmerz tun kannst, das erkläre ich dir nach dem Intro in diesem Video. Die gute Nachricht vorweg: Eine Bakerzyste ist nichts unbedingt Gefährliches und muss nicht operiert werden, sondern kann mit einfachen Übungen wegtrainiert werden. Welche Übungen das sind, zeige ich dir in diesem Video. Alles, was du dafür benötigst, ist ein Handtuch, eine Wasserflasche wie diese oder eine Mini Black Roll, falls du diese hast, und deinen eigenen Körper. Wir starten sofort mit Übung Nummer 1. Als allererstes ist wichtig, hör auf, dich mit gebeugten Knien irgendwo hinzusetzen. Du sitzt zu viel. Sprich, stell dich hin oder wenn du irgendwo sitzt, streck deine Beine. So, Übung Nummer 1 zeige ich dir jetzt. Setz dich gerade hin, so wie ich jetzt. Zieh deine Füße zu dir und jetzt beug dein Oberkörper nach vorne und halte das kurz. Das Ganze hältst du ungefähr 25 Sekunden, löst dann langsam, dann kannst du dich gerne einmal kurz aufrichten und dann das Ganze nochmal für ein bisschen über 20 bis 30 Sekunden. Für Übung Nummer 2 benötigst du dein Handtuch. Ganz simpel, leg dein Handtuch um deine Fußspitzen und zieh deine Fußspitzen zu dir. Und das hältst du wieder 30 Sekunden und dann langsam lösen und wieder 30 Sekunden halten. Das Ganze machst du 4x 30 Sekunden. Für die nächste Übung benötigst du hier deine Wasserflasche, beziehungsweise wenn du hast, eine Black Roll, das wäre noch besser. Und zwar legst du diese unter dein Bein und rollst dich aus. Und zwar auf der kompletten Beinseite. Bedeutet, wir fangen mal hier unten an. Du hebst dich etwas an und rollst hier langsam nach vorne. Ganz wichtig hierbei: Sobald du in deine Kniekehle kommst, bist du ein bisschen vorsichtig. Da guckst du, das kann sein, dass es ein bisschen wehtun wird. Sprich, da machst du langsam und ganz bewusst. Du rollst bis oben, dann kommst du wieder komplett zurück und fängst von unten wieder langsam an, nach oben zu rollen. Sprich, was wir hier hinbekommen wollen: Wir wollen deine Faszien glatt streichen. Falls du mit Equipment noch sehr gut ausgestattet bist und so einen Ball hast, das ist jetzt ein doppelter Ball, noch empfehlenswerter wäre ein einzelner Ball in dieser Größe, dann kannst du noch eine weitere Übung machen. Und zwar legst du diesen Ball unter deine Kniekehle und probierst jetzt, kleine spiralförmige Bewegungen zu machen mit dem Ball über die Kniekehle. Und auch das machst du 4x für ungefähr 20 Sekunden und dann kannst du mal aufstehen und gucken, ob die Schmerzen weniger wurden. Ich hoffe, diese einfachen Übungen helfen dir, schnellstmöglich schmerzfrei zu werden und von einer OP absehen zu können. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir noch gerne ein Like da und wenn du möchtest, abonniere diesen Kanal kostenlos. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video bei Erlebe Gesundheit.